Wir haben heute die Machbarkeitsstudie Bus und Bahn fahrscheinfrei in Nordrhein-Westfalen präsentiert, die wir in Auftrag gegeben haben. Und da soll es darum gehen, oder darum geht es jetzt, nämlich wie kann man Bus und Bahn fahrscheinfrei denn auch umsetzen? Bus und Bahn fahrscheinfrei ist einfach einsteigen und losfahren, ohne Ticket, ohne Tarifdschungel. Das heißt, man kann sich in diesem Tarifdschungel auch nicht mehr verirren. Es gibt keine Einstiegshürden von hohen Einzeltickets oder ich muss erst mal gucken, was ich überhaupt zahlen muss. Und wir bekommen mehr Fahrgäste. Das heißt, wir können den ÖPNV insgesamt attraktiver machen, weil mehr Leute mitfahren. Das heißt, es wird auch für alle billiger. Wir haben empfohlen, man braucht eine Mobilitätsstrategie NRW, um das Thema der Mobilität, da reden wir nicht nur über Bus und Bahn, sondern auch über Fahrradfahren, Carsharing, Bikesharing, zu Fuß gehen. Wir brauchen also eine Mobilität quasi aus einer Hand. Und da braucht es einen Neuanfang, ein Reset. Wenn wir neue Formen der Mobilität diskutieren, bei der Individualverkehr und öffentlicher Verkehr verschwimmen, dann müssen wir auch neue Formen der Teilung der Kosten dafür diskutieren. Da kann das Bürgerticket ein Weg zur Lösung sein. 80% der Autonutzer kennen nicht tatsächlich ihre Kostenbasis. Der ADAC führt für jedes Auto auf, was ein Auto kostet. Vollumfänglich. Kann man dann auf Kilometer umrechnen. Und daraus kann man schon sehen, dass ein Auto im Monat zwischen, ich sag mal, ab 300 Euro, dann haben sie aber eine ganz smarte Lösung, 300, 400 Euro ist das Minimum für einen Kleinstwagen, das sie aufwenden müssen im Monat. Dafür können sie viel ÖPNV fahren. Dafür kann man auch noch viel Taxi fahren, wenn man irgendwo wohnt, wo es nicht ganz so bequem ist. Aber die Bequemlichkeit siegt immer noch. Und das Nichtbewusstsein der Kosten auch. Der Preisfuchs fährt nicht Auto, sondern der fährt fahrscheinfrei oder mit Sonderangeboten.